Ja, schön für die Besucher. Ah, hier ist das Gleiche. Als ob ich ein Teil einer Sammlung wäre, mal davon abgesehen, dass du hier was für Batman hast und da hinten was für Bruce Wayne. Newsflash! Die beiden sind dann dieselbe Person, aber das müsst ihr ja nicht wissen. Alter, dieser Stalker! Alle Besucher müssen sich durchsuchen lassen. Und ich dachte, der Unbekannte stalkt mich, der Helikopter stalkt mich, die Kamera stalkt mich jetzt auch Pinguin? Musst du deinen Senf dazugeben, Mr. Tyrannosaurus, Rausaurus, Rexus? Hä? Oder willst du mich jetzt ja auch als nächstes stalken? Was haben wir hier so Schönes? Ein Mini-Dino. Mini-Dino! Ich kenne sie eh alle nicht mit ihren komischen professionellen Namen oder wie man sie auch nennt. Ja, ich kenne nur die in einem Land vor unserer Zeit Begriffe. So was wie Schafzahn, Langhals. Ja, in einem Land vor unserer Zeit, das war noch Zeiten. Sogar mit Scharfschütze. Dings, ne? Selbstschussanlage. Dann werd man deinem Namen gerecht und erschießt dich selber, damit ich da durch kann. Das wäre auf jeden Fall sehr lieb von dir. Aber die sind ja eh niemals lieb zu mir. Ah, noch mehr Dinos. Man könnte echt meinen, hier wäre eine Ausstellung. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Huhuhu. Könnte daran liegen, dass wir in einem Museum sind. Ja. Ein Velociraptor. Ja, den kennst du mit Begriff, ne? Ja, warum nicht? Seestern. Seestern. Weil Seesterne auch hier ausgestellt werden müssen. Was steht da? Was steht da? Klettert mal da hoch, Betsy. Ich kann das Ding nicht auf dem Kopf lesen. Pinkay Institute. Oder so, der Name von diesem Museum. Das kann sein. Oh nein. Was sollen wir nur tun? Es ist zugegangen. Und da hinten ist ein Steuerpult. Hätte ich doch nur eine Möglichkeit, da dran zu kommen mit meinem kryptografischen Sequenz, aber die Reichweite ist nicht ausreichend genug. Dann muss ich halt den Pinguin zerstören. Genau, zerstören wir den Pinguin. Los. Zerstören wir den Pinguin. Zerstören wir den Pinguin, Pinguin, Pinguin. Ach ja. Und hier ist nichts an. Und hier sind noch andere Sachen. Zwei Trophäen. Mit einer besonderen Frage. Wie soll Batman da drankommen an seine Trophäe? Er kann nicht wie Selina an die Decke springen und da durchkrabbeln, durch... Willst du es nicht anvisieren? Nö. Nö, 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 nö. Stattdessen spoilert Betsy. Bis hier... Dinge sind... Klingen, ducken, ausschalten, wenn jetzt hier schon Messertypen kommen. Auch wenn mir das nur selten gelingt. Ich bin froh, dass ich halbwegs klingen, ducken schon kann. Mir angeeignet habe. Eine starke Konterbewegung, die einen Gegner, der mit einem Messer oder einem anderen scharfen Objekt angreift, augenblicklich kampfunfähig macht. Um diese Bewegung erfolgreich abzuschließen, muss die Kontertaste während des gegnerischen Angriffs gedrückt gehalten, dann los
gelassen und zwischen den Wischbewegungen des Angreifers wieder gedrückt gehalten werden. Diese Verbesserung steht allen spielbaren Charakteren zur Verfügung. Ja, auch wenn ich manchmal damit versage. Aber hey. Ein ferngesteuerter Batarang trifft Schalter, die sich außer Reichweite befinden. You don't say. Gut, spätestens jetzt hätte Betsy hier gespoilert. Also ist nicht meine Schuld. Man checkt nur trotzdem Dinge von... Vor allem, was heißt hier Spoiler, bitte? Was genau soll hier oben eigentlich sein? Irgendein Abstellraum, Kammerchen, Gedöns? Wenn ja, wie kommen die Leute da hoch, um ihre Sachen abzustellen? Ich meine, nicht jeder hat wie Batman einfach einen Grappler. Also den Greifhaken-Ding. Das Ding halt, womit er sich hier hochzieht, ne? Gotham. Irgendwas anderes. Kann man so schlecht lösen. Eine Schlange? Python? Vielleicht ist es ja noch Genie! Die Schlange von Lord Voldemort! Ja, nein. Doch, vielleicht. Ja, er fällt definitiv aus dem Rahmen. 4 von 5. 1, 4? Ich glaube nicht, dass das im Matheunterricht so abgelaufen ist, aber hey. Arena, mein Lieblingsort! Yay! Hilf mir! Ey, du kannst doch nicht einfach in den Kopf erschießen! Das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Zeig ihm, wen wir hier haben. Noch so ein einarmiger Typ. Suchst du die Bullen? Den Eismann oder mich? Wie wär's mit allen drei? Ich bin nur wegen Freeze und den Geiseln gekommen. Aber jetzt werde ich mich auch um dich kümmern. Oh ja. Yeah. Oh, du jagst uns vielleicht Angst ein. Das solltest du auch haben. Dir wird dein Lachen gleich vergehen. Ach was, echt? Hört zu. Man könnte mich einen Sammler nennen. Hab ich gemerkt. Ich liebe es, das zu besitzen, was andere begehren. Und was ich nicht habe, das hole ich. Okay, es ist so. Ich habe da hinten einen Schaukasten mit deinem Namen drauf, der nur gefüllt werden müsste. Hab ich bemerkt. Und wie es das Schicksal so will, stehst du gerade genau da, wo ich dich haben wollte. Also, was sagst du? Wirst du jetzt ein braver Junge sein und dich fein ergeben? Wie wär's mit Nein? Du wirst hier niemandem mehr Befehle erteilen, Cobblepot. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Sieh dich um. Dieser Haufen von Psychopathen bettelt nur darum, sich mir anschließen zu dürfen. Aber bedauerlicherweise nehme ich nur die Allerbesten. Und heute wird der Beste derjenige sein, der dich tötet. Kommt raus, Jungs! Zeit für die Aufnahme! Oh, voll mit dem Ding, schon mit die Weichteile! Zerschlagt ihn! Schlagt euch gegenseitig! Gut. Das wird sehr wehtun, Batman! Ja, lass ihn mit dem Stuhl! Wirf! Wenn Betsy nicht auf die anderen Leute gehen würde. Werft doch eure Stühle!
Verdammt, hätte ich nicht ausweichen dürfen. Ich nehme euch nur und halt mal, Traun! Kapiert! In Arkham City wirst du krepiert! Nein. Was für ein Antäuscher! Das hättest du nicht tun sollen, Batman. Ach, wirklich? Du zwingst mich dazu, die großen Kaliber aufzufahren. Holy! Ein Titanverseuchter! Oh, er freut sich offenbar nicht, dich zu sehen, Batman. Viel Glück. ja, danke. Nein, eigentlich nicht. Ja, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich mich gefragt, warum zur Hölle ist hier plötzlich eine andere Methode, die Titanen zu paralysifizieren? Da hab ich voll rumgemeckert, aber... Mittlerweile finde ich diese Methode viel besser als in Arkham Asylum. Besonders, wenn man die Challenge-Maps macht. Oh, ja. Schlag noch, Schlag noch, Schlag! Weil da muss man nicht drauf warten, bis die Titanen auf einen zugerannt kommen, um sie mit dem Batarang zu betäuben, sondern kann einfach sein Cape benutzen. Ohne die Kombo unterbrechen zu müssen. Eine Nahkampf-Style finde ich das ein bisschen schwieriger, die Kombo aufrecht zu erhalten und Titanen zu dingsen. Betäuben. Ja, zu Diensten. Sag mal wieder wunderschöne Wörter. 1145 Erfahrung. Ja, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Hab den Pinguin gefunden. Und Mr. Freeze, haben Sie das Heilmittel finden können? Noch nicht. Die Lage ist schlimmer, als ich dachte. Pinguin hat einen Vorrat der Titanformel. Er hat was? Wie hat der Titan von Arkham Island runtergekriegt? Was ist hier los? Ihre Biodaten schießen in die Höhe. Hey, Oracle! Nett, dass du uns hilfst, Oracle. Alfred, bei Barbara an alles ein. Natürlich. Du hast aber Dinge verpasst. Ich melde mich. Ja, ich melde mich. Wie sich das anhört, ich melde mich. Oracle, richtiger Name Barbara Gordon, Beruf Informationshändlerin. Standort Gotham City, Augen blau, Haare rot, Größe 1,80, 57 Kilo, Detektiv, Comics Nummer 359, Januar 1967. Gotham City's Police Commissioner James U. Gordon hatte seiner Tochter Barbara Gordon verboten, dem Gotham City Police Department beizutreten. Aus diesem Grund wurde sie Batgirl und kämpfte jahrelang an der Seite von Batman. All das fand ein Ende, als Joker ihre Wirbelsäule durchschoss. Weil er dies witzig fand. Ja, eigentlich wollte ich ja Dinge beweisen. Dass ein einziger Tag, ein einziger schlechter Tag ausreicht, um jemanden in den Wahnsinn zu treiben. Von der Hüfte abwärts gelähmt und an den Rollstuhl gefesselt, wählte Barbara Oracle als ihre neue Identität. Sie steht dem Dark Knight nun mit ihren Computerkenntnissen zur Seite und versorgt ihn, während er das Verbrechen bekämpft, mit einem steten Fluss von Informationen. Eidetische Gedächtnis kann sich alles, was sie sieht und liest, merken. Weitläufiges Hauptquartier im Uhrenturm von Gotham City. Erstklassige Fähigkeit im Umgang mit Computern und beim Hackern. Jo. Dann wollen wir mal aufs Knöpfchen drücken!